Wir betrachten heute im Wort Gottes eine wichtige Frage: Was ist die Gemeinde? Was ist die Gemeinde? Man nennt das auch Ekklesiologie, ja, dieses Gebiet der Heiligen Schrift, das sich mit der Gemeinde, mit der Ekklesia Gottes beschäftigt. Und ich möchte eine Einführung geben in die biblischen Bilder und Gleichnisse für die Gemeinde, denn in der Heiligen Schrift sind uns da verschiedene anschauliche Bilder gegeben, damit wir vertiefen und erfassen können, was die Gemeinde des Herrn ist, wie sie Gott sich gewünscht hat und welche Bedeutung sie hat. Nun zunächst, die Verheißung der Gemeinde als Ekklesia, als herausgerufene Versammlung, so heißt dieses Wort Ekklesia übersetzt, finden wir in Matthäus 16. Da kündigt der Herr Jesus an, dass er seine Gemeinde bauen möchte. Das ist die erste Stelle im Neuen Testament. Und wenn wir wichtige Themen der Heiligen Schrift betrachten, ist es immer wichtig, die erste Stelle zu kennen, wo es auftritt, und die zentralen Stellen zu kennen, wo der Herr uns darüber in seinem heiligen Wort lehrt. Und hier in Matthäus 16 möchte ich lesen, zunächst die Verse 15 bis 18. Hier heißt es: Er, Jesus Christus, spricht zu seinen Jüngern: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist eine ganz wesentliche Aussage des Glaubens. Alle Gläubigen, alle Glieder der Gemeinde können von Herzen bezeugen: Ich glaube und weiß, Herr Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, zu Simon Petrus: Glückselig bist du, Simon Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich, sagt der Herr Jesus, sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Stein, oder das Wort heißt auch Felsen oder ein aus Felsen gewonnener Stein, auf diesen Stein werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Übersetzt: Hades ist Totenreich, Luther vereinfacht mit Hölle, ja, und der Hölle Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier hat Simon Petrus zunächst beide Namen, wenn wir das genau lesen. Er heißt Simon und Petrus. Ich weiß nicht, wer von euch auch zwei Namen hat, Doppelnamen hat. Meistens gebraucht man nur den einen Namen, ja, und dieser erste Name von ihm ist Simon. Ja? Und Simon ist ein hebräischer Name, eine Kurzform von einer, ja, Verbform hebräischen, die Hören heißt. Von Hören kommt das. Ja? Und dieser Name heißt dann: Gott hat erhört. Gott hat erhört. Und wahrscheinlich war es so, dass die Eltern gebetet haben und haben sich gewünscht, dass sie ein Kind bekommen. Und Gott hat erhört. Und Petrus konnte zur Welt kommen, Simon konnte zur Welt kommen. Ja. Und im anderen Sinn hier, an dieser Stelle, erfüllt sich dieser Name Simon in seinem Leben. Denn er wollte die Erkenntnis haben: Wer ist der Herr Jesus Christus? Ja. Er wusste, es ist ein guter Mensch. Er wusste, er tut keine Sünde. Er wusste, es ist ein von Gott begnadeter Prediger, aber er hat immer gemerkt, da ist viel mehr. Ist es der Messias? Ist es der Sohn Gottes? Ist es der Retter der Welt? Ist es der, den Gott einsetzt über die ganze Menschheit und über die Himmel und die Erde? Und jetzt hat er es erkannt. Er hat es erkannt. Gott hat sein Gebet erhört. Er durfte es erkennen. Herr Christus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der Name hat sich erfüllt, und jetzt, wo sich der erste Name von ihm erfüllt hat, sagt Jesus: Jetzt kommt ein zweiter Name in den Vordergrund. Er heißt ja Simon Petrus. Simon hat sich erfüllt, und jetzt nenne ich dich Petrus. Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus,
und auf diesen Stein aus Felsen gewonnen werde ich meine Gemeinde bauen und des Totenreiches Pforten werden sie nicht überwältigen. Ja? Und das ist diese Erkenntnis hier an dieser Stelle. Also, Gemeinde braucht zunächst die Erkenntnis, Jesus, du bist der Christus, der König, der Herr in meinem Leben, der Sohn des lebendigen Gottes. Ganz wichtig an dieser Stelle. Und jetzt gehen wir zur Entstehung der Gemeinde. Ja, das war die Verheißung der Gemeinde. Der Herr Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde, meine Ekklesia, meine aus den Menschen herausgerufene Versammlung bauen. Das war die Verheißung und jetzt kommt die Erfüllung. Wann geschah die Erfüllung? Sie geschah zu Pfingsten. Zu Pfingsten begann der Herr tatsächlich die Gemeinde zu bauen. Zu Pfingsten nach der Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Da traf die Verheißung ein. Es begann damit der Plan der Umsetzung zum Bau der herausgerufenen Versammlung durch den Herrn im Heiligen Geist. Und ja, Petrus wird jetzt an dieser Stelle benutzt, denn der Herr Jesus hat ja gerade gesagt in der Verheißung, auf diesen Stein, auf diesen Felsenstein will ich meine Gemeinde bauen. Und das heißt dann noch, ich werde dir die Schlüssel geben, du wirst es eröffnen. Und das geschieht jetzt, denn Petrus bekommt das Vorrecht zu predigen zu Pfingsten. Im Heiligen Geist Buße zu predigen, Umkehr von den Sünden zu predigen, den Menschen aufzuzeigen, Jesus Christus ist der Herr, er ist gestorben am Kreuz und ihr habt ihn gekreuzigt. Für eure Sünden musste er sterben, sonst hätte er leben können, aber er hat sein Leben in den Tod gegeben, für euch eure Sünden zu bezahlen. Und das geschieht hier, Apostelgeschichte 2, ab Vers 36, die Entstehung der Gemeinde. Hier heißt es, das ganze Haus Israel soll nun zuverlässig erkennen, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, sowohl zum Herrn als auch zum Christus, also zum Messias. Christus heißt Messias, das ist der König, der gesalbte Retterkönig Gottes über die gesamte Welt, der auch König sein soll über das persönliche Leben der Menschen, dass du ihn zu diesem Christus gemacht hast. Als die Menschen aber das hörten, da drang es ihnen durchs Herz. Da drang es ihnen durchs Herz. Das ist jetzt so wichtig an dieser Stelle. Ja. Gemeinde baut sich aus Menschen, denen die Liebe zu Gott, die Liebe zum Herrn Jesus wirklich durchs Herz dringt. Ja. Wir können nicht leben von purer Erkenntnis, von Wissen, von, ja, für Wahrheiten oder so, sondern hier, tief im Herzen, da waren sie durchdrungen davon. Herr Jesus, du bist der Retter, du bist der Herr, dir möchte ich mein Leben schenken, kommt dann. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab. Es hat noch viel länger gepredigt, ja, und ermahnte sie und sagte, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und das ist ja bis heute so wichtig, dass man sich rausretten lässt aus der Sünde, rausretten lässt aus sündigen Verhaltensweisen, aus sündigen Beziehungen, aus Dingen in dieser Welt, die Gott nicht gefallen, dass man sich rausretten lässt. Ja? Es geht nicht darum, da drin zu bleiben und sich einfach nur segnen zu lassen, sondern herausretten lassen aus der Sünde. Das ist so enorm wichtig an dieser Stelle. Lasst euch erretten, heraus aus diesem verkehrten Geschlecht. Und lasst dich nicht durch ungläubige Freunde, Freundinnen, Klassenkameraden, Arbeitskollegen immer auf diesem niedrigen weltlichen Niveau halten, dass Gott nicht die Ehre gibt, sondern dich abhält von der Rettung, abhält vom Heil und abhält von der Gemeinde, sondern lass dich herausretten
durch Gott, durch Jesus, durch den Heiligen Geist aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahm, und das war so herrlich, ja. Also man predigt, Petrus hat gepredigt im Heiligen Geist, und dann ist ja die Frage, wie reagieren die Menschen, ja. Was machen jetzt die Menschen damit? Jeder steht in der Verantwortung. Lässt er sich retten? Bleibt er im alten Weg? Geht er zu Jesus von ganzem Herzen? Oder geht er die alten Wege weiter? Und hier jetzt, dann nahmen die Menschen sein Wort auf. Und die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Das ist das letztendliche Zeichen, dass ich es wirklich ernst meine mit Jesus. Ja? Reden kann man ja viel, aber die Frage ist, gehe ich dann wirklich die verbindlichen Schritte? Na, das kennt ihr ja auch aus dem Leben. Es gibt immer vorbereitende Gespräche für alle möglichen Dinge. Das ist alles schön nett und gut und es gibt Versprechungen. Ja. Aber ob dann jemand am Ende wirklich da ist, wirklich die Schritte geht, wirklich Jesus das Leben schenkt, wirklich bereit ist, öffentlich sich taufen zu lassen oder in der Verlorenheit bleibt, das ist eine ganz entscheidende Frage. Ja. Und hier, Gott löst die Verheißung ein, der Heilige Geist wirkt und die Menschen beugen sich vor dem Herrn und sie lassen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist doch herrlich. Das ist doch so schön. Da muss ich mich immer an meine größte Taufe in Chile erinnern, wo alle da im Meer standen und wir haben getauft. Ja, und Gott hat so gewirkt. Herrlich, ihr altes Leben mit Christus in den Tod, um zu einem völlig neuen Leben aufzuerstehen. Wenn du das nicht hast, fehlt dir etwas ganz Entscheidendes. Bist du noch nicht mit dem Herrn? Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wie herrlich. Was machen wir, wenn 3000 mehr kommen? Bauen. Ja. Wie wunderschön, ja. So ist das gut von Gott, ja. Ganz fantastisch, ja. Denn die Babytaufe taugt ja für gar nichts. Man hat ja dann noch keinen Glauben. Es ist ja ganz klar, Reformation, erst glauben und dann handeln. Es wäre ja schön, wenn das stellvertretend gehen würde, ja. Ach, wäre das herrlich. Es braucht keine eigene Entscheidung. Man macht irgendwas am Baby und das ist dann gültig. Aber so ist es nicht. Und Gott ist auch nicht so ein böser Gott, dass er das Baby verdammen würde, wenn es nicht mit Wasser besprengt ist oder so etwas, sondern er rettet die Babys. Die Heilige Schrift sagt es ganz klar, wenn die Eltern ein heiliges Leben führen, dann werden sie gerettet, dann sind sie mitgeheiligt mit den Eltern und ja, ganz klare Aussage von Paulus im 1. Korintherbrief. Aber die Taufe geschieht auf Glauben hin. Das ist das wichtigste Bündnis in deinem Leben überhaupt. Das kann niemand anders für dich treffen. Das musst du selber machen. Selber musst du dich taufen lassen. Und das geht erst, wenn du gläubig bist und bewusst diese Schritte gehst. Ja. Und hier geschah das. 3000 Menschen ließen sich taufen. Auf ihre freie Entscheidung des Glaubens machten dieses Bündnis mit Gott. Wie schön. Also die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan zur Gemeinde. Und sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brechen des Brotes, also Mahlzeiten und Abendmahl, Herrenmahl und in den Gebeten. Gemeinsam als Gemeinde verharrten sie ab da in Versammlungen. Ganz regelmäßig haben sie sich getroffen, versammelt und diese vier wichtigen Elemente der Gemeinde praktiziert. Und hier ist der Ausgangspunkt der Gemeinde. Hier begann es. Von dort aus breitete sich die Gemeinde aus an alle Orte, wo es heute christliche Gemeinden gibt. Und in wunderbarer Art und Weise verherrlichte sich der Herr Jesus, sandte seine Jünger aus, ließ das Evangelium verkündigen bis an die Enden der Erde. Und wir wollen das auch weiter tun zu allen Menschen. Das Evangelium ist der Weg der Rettung. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch ihn. Und hier wird das erste wesentliche Wesen und Bild der Gemeinde deutlich. Ja?
Es ist die herausgerufene Versammlung aus der Welt. Also sie lässt sich herausrufen und sie versammelt sich. Ja? Und ihr könnt da auch gern, ich habe ja ausführlich schon über diese Grundsatzworte des Beginns, Matthäus 16, gepredigt, das noch einmal auf unserem YouTube-Kanal der Christengemeinde Kehl nachhören. Und hier haben wir nun das erste grundsätzliche Bild der Gemeinde. Und das ist das immer wieder genannte Versammeln. Immer wenn Gott von Gemeinde redet, redet er von Versammlung. Ja? Versammeln von Menschen. Und nur wenn die Gemeinde sich immer wieder trifft, versammelt, zusammenkommt, nur dann kann sie sich auch gut entwickeln. Das ist das Wesen der Gemeinde. Also das funktioniert nicht über 500 Kilometer und Zoom. Ja, sondern man muss sich wirklich versammeln. Alles andere sind ergänzende Nothilfen. Ja. Schön, dass es zur Ergänzung andere Mittel gibt. Aber man muss wirklich von ganzem Herzen auch ja, Jesus lieben, Gott lieben und auch sich versammeln mit den Geschwistern. Und wer waren nun die Menschen, wenn wir das nochmal durchgehen, die zur Gemeinde getan werden? Was ist die Bedingung dafür? Ja? Also das Erste, sie hatten alle Buße getan vor Gott über ihre Sünden. Und wir gehen jetzt auf Karfreitag zu und das ist ja sehr, sehr wesentlich. Der Herr Jesus hat sein Blut vergossen für uns am Kreuz auf Golgatha. Er ist das Opferlamm Gottes geworden für unsere Sünden. Ja. Und ganz bewusst durch die ganze Christenheit hindurch, egal, ist es eine Zeit, wo man Gott sucht, um noch einmal bewusst alle Sünde zu bekennen, die irgendwo im Leben ist, sich zu reinigen von den Sünden im Blute des Herrn Jesus Christus, um bereit zu sein, dem Herrn zu begegnen. Das ist die Voraussetzung. Gott ist heilig. Gott ist dreimal heilig. Und ihm zu begegnen, heißt sich zu heiligen, das heißt sich zu reinigen im Blut Jesu Christi von den Sünden. Und das geschieht durch aufrichtige Buße. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt, so herrliches Angebot. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wollen wir ganz bewusst in diese Buße hineingehen, in diese Umkehr zu dem Herrn. Was war noch das Kennzeichen derer, die zur Gemeinde kommen? Sie hatten alle den Herrn Jesus als persönlichen Herrn über das gesamte eigene Leben angenommen. Das steckte in dem Bekenntnis, du bist der Christus. Das war jüdisch, versteht ihr? Die haben diese ganze Bedeutung erfasst. Wenn die gesagt haben, du bist der Christus, dann haben die gesagt, du bist König in meinem Leben und niemand anders. Du bist Herr in meinem Leben und niemand anders. Dir möchte ich folgen und niemandem anders. Versteht ihr? Die hatten dieses Grundverständnis hier vom Jüdischen, was es bedeutet, der Sohn Gottes und Christus. Und wenn sie das bekannt haben, haben sie automatisch gesagt, du bist absolut die Nummer eins in meinem Leben, dir folge ich zu Gottes Ehre. Er ist ihr persönlicher Herr und Heiland geworden. Und sie haben alle öffentlich ihren Glauben bekannt, durch die Taufe, durch das Aufstehen, durch das Bekennen. Was sollen wir tun? Ein öffentliches Bekenntnis des Glaubens. Ganz klar haben sie sich dazu gestellt, ich glaube an Jesus Christus, er ist der Herr, er ist der Retter, er ist der Heiland, er ist der Sohn Gottes. Öffentlich und klar, nicht im Verborgenen, öffentlich und klar. Und wisst ihr, damals war gerade der Herr Jesus gekreuzigt worden, ja, versteht ihr? Können wir nicht sagen, ja, die hatten es leichter, sondern die wussten, wenn wir hier uns jetzt zu Jesus stellen, dann können wir morgen gekreuzigt werden. Dort auf Golgatha, wo der Herr Jesus gekreuzigt wurde. Das war in Jerusalem. Die kannten alle die Plätze. Das war gar nicht weit weg. Aber die Liebe zu Gott, die Liebe zum Herrn Jesus und dieses Erfassen, das ist der Weg. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Dieses tiefe Erfassen ließ sie aufstehen und sie erfassten das Heil und sie griffen zu und sie bekannten Jesus Christus und sie ließen sich taufen. Und das wäre das Nächste. Alle, die zur Gemeinde gehörten, waren auf ihren Glauben hin, auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin
getauft wurden. Ja? Und nun meinen es ja die Eltern gut, wenn sie die Kinder taufen, weil es halt eine falsche kirchengeschichtliche Entwicklung ist. Ich hatte das ja auch. Ja? Aber letztendlich ist das eine wohlgemeinte Segnung. Okay, aber es ist keine Taufe. Die Taufe ist, ich gebe mein Leben persönlich bewusst mit Christus in den Tod, um zum neuen Tod aufzuerstehen. Entschuldigt bitte, um zum neuen Leben natürlich aufzuerstehen. Das alte Leben im Tod zu lassen und zum neuen Leben aufzuerstehen. Und entschuldigt bitte, das konnte ich als Baby nicht. Wie soll denn ein Baby sagen, ich gebe mein Leben mit Christus in den Tod, Römer 6? Das kann es nicht. Das ist völlig unmöglich. Ja. Wie soll ein Baby eine Entscheidung treffen für sein Leben? Völlig unmöglich. Ja. Und stellvertretend wäre klasse. Ne? Können wir einfach sagen, ich liebe alle Menschen, ich taufe die alle irgendwie und sind sie alle gerettet. Das ist ja Quatsch. Das hat ja mit biblischer Lehre und mit geistlichem Hintergrund nichts zu tun und so war es auch nie gemeint. Auch in den Kirchen, die Babytaufe praktizieren, war es so nie gemeint. Das Baby kann sich nicht entscheiden. Du musst dich entscheiden, wenn du alt genug bist. Und das darfst du. Schenke Jesus Christus dein Leben und lass dich taufen auf den Namen des Herrn zur Vergebung der Sünden. Und steige aus dem Wasser als öffentliches Zeugnis und bekenne Jesus Christus, den Weg zu Gott, den Herrn der Herren und König der Könige. Und das hatten alle gemeinsam. Und dann haben sie sich alle verbindlich zur Ortsgemeinde versammelt. Das gehörte auch dazu. Automatisch wurden sie dazugetan. Ne? Also da waren nicht tausend, die haben gesagt, ich lebe mein Christsein jetzt alleine irgendwo zu Hause. Und tausend haben gesagt, wir machen das in unserer Familie. Und tausend haben gesagt, wir treffen uns zusammen im Gemeindehaus. Sondern alle haben sich verbindlich als Gemeinde versammelt. Ganz klare Aussage, ja. Die Versammlung des Herrn, herausgerufen von Gott zur Gemeinschaft, zur Versammlung. Und das taten sie im Tempel und in den Häusern, im übertragenen Sinne heute Gemeindehaus und in den Häusern der Gläubigen, parallel in jeder Woche. Wunderbar. Welche Versammlungen hatten sie? Was ist Gemeinde? Das erste, zur biblischen Lehre haben sie sich versammelt. Ja? Es wird hier Lehre der Apostel genannt. Die Autoren der Heiligen Schrift im Neuen Testament waren dann alle Apostel oder Apostelschüler. Das war eine Bedingung dafür, dass man in die Heilige Schrift so eine Schrift mit aufgenommen hat im Apostelkonzil. Das war die Bedingung, es mussten Apostel sein oder Apostelschüler. Er sagt das hier auch schon, Lehre der Apostel. Keine Erweiterungen, keine weltlichen neuen Lehren, keine irgendwie Verfälschungen, Verflachungen des Evangeliums, sondern das ursprüngliche, klare, rettende Wort sollte bewahrt werden. Und so haben wir es bis heute in der Heiligen Schrift Neuen und Alten Testaments. Und dann haben sie sich versammelt, also Gottesdienste am Wochenende, Gottesdienste in der Woche am Abend, was man so findet, nenne ich mal alles in der Apostelgeschichte und anderen Schriften des Neuen Testaments. Ja, Seminare würden wir sagen, über mehrere Tage gehende Darlegungen der Heiligen Schrift, biblische Schulungen und Kurse, Lehre und Austausch über das Wort Gottes, die Bibel. Das ist Gemeinde, die sich versammelt zum Wort des Herrn. Es gibt davon eine ganz kleine Kurzform, das haben wir jetzt gerade. Predigt von halber Stunde oder 45 Minuten. Das ist im Prinzip die Einleitung dafür, was man dann die ganze Woche im Wort Gottes vertieft und ja, sich weiter versammelt und weiter studiert und weiter bewegt in den Hauskreisen und normal auch in weiteren Gottesdiensten. Sie versammelten sich zur Gemeinschaft, das Zweite. Versammlungen für Anliegen der Gemeinde, Gemeinschaft, Beratungen. Ja? Wer hilft persönlich mit, den Gemeindesaal zu gestalten oder zu renovieren? Wer bringt sich persönlich ein? Wer gießt die Blumen und pflegt den Garten am Gemeindehaus? Aber natürlich auch Armenhilfe, gegenseitige Hilfe, Unterstützung, Gemeinschaft, miteinander wirken, miteinander
Handeln für den Herrn, ja? Im Alltag geistlich geführte Hausbesuche. Besuch deine Geschwister, besuch die Schwestern, besuch die Brüder. Warte nicht darauf, dass jemand kommt, sondern geh hin und verherrliche Gott und bete mit deinen Geschwistern in deiner Umgebung. Und gib ihnen ein schönes Wort, das du am Morgen gelesen hast von Gott. Oder ruf sie an und stärke sie im Glauben. Das wäre die etwas abgeschwächte Form, aber auch gut. Und gemeinsame geistliche Gespräche, Frauen treffen, geistliche, gläubige, Männer treffen, geistliche, gläubige, Kinder und Jugend treffen, so wie jetzt die Freizeit angeboten wird. Ja? Wenn ich nochmal zurück könnte, man kann im Leben immer nicht zurück, ja? Das ist alles gelaufen. Ja? So, was ich machen würde, dass meine Kinder mehr noch zu solchen Freizeiten gehen. Also nehmt dieses Angebot wahr, es steht, es hat ein hohes Niveau, es ist eine ganz feine Einladung, Anfang des nächsten Monats für alle Jugendlichen. Und dann haben sie sich getroffen natürlich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Das war das Dritte. Zu Mahlzeiten haben sie sich getroffen, zum Brotbrechen. Ja. Und das muss man nicht immer so großartig organisieren. Da kann man auch einfach so mal bei jemand anrufen und kann sagen, du, wann können wir die Woche mal zusammen essen? Ne? Ist doch nicht so schwer. Und dann haben sie gemeinsam gebetet und haben Gott gedankt für das Essen und haben sich ausgetauscht und dann sind sie wieder in den Alltag gegangen. Ja? Und wir hatten ja jetzt schon viele Hauskreise, wo es auch Essen gibt. Und das ist auch was Schönes. Ja? Diese Gemeinschaft und Gastfreundschaft. Und das war damals auch dafür mit da, auch die Armen konnten kommen und hatten dann auch mal ein schönes Essen da. Ja. Also, und da waren die Türen offen, nicht nur immer die gleichen untereinander, sondern einfach mal jemand anders einladen und dadurch kommt man in diese Gemeinschaft und wird gestärkt. Ja. Also so war Gemeinde damals. Und das Abendmahl wurde gefeiert, natürlich, ja, freuen uns auf den Karfreitag, heiliges Abendmahl hier um 10 Uhr in der Gemeinde. Ja, gemeinsame Versammlungen. Und nun ist das das grundlegende erste Bild, aber es gibt weitere Bilder und die möchte ich aufzeichnen, kurz aufzeigen. Ich nenne euch einmal 11 Bilder, die mir sofort eingefallen sind. Aber es gibt sicherlich mehr in der Heiligen Schrift. Wir haben das erste Bild angeschaut, das ist die Ekklesia, die herausgerufene Versammlung, der Start der Gemeinde. Dann gibt es ein ganz wichtiges, allen bekanntes Bild, der Hirte und die Schafe. Ja? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja? Das ist so schön, wenn man Jesus wirklich nachfolgt, aktiv im Alltag, dann kann uns auch niemand aus seiner Hand reißen. Sehr super Wort, er ist der gute Hirte, ja. Oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischen Wassern, ja. Ganz herrlich, wunderschön. Der Hirte und die Schafherde. Das dritte, also das erste, die herausgerufene Versammlung, das zweite, der Hirte und die Schafherde, das dritte, die geistliche Familie Gottes. Die geistliche Familie Gottes. Gott, unser Vater in den Himmeln, der Herr Jesus in diesem Bild, der große Bruder, Vaterstellvertreter für die ganze Familie. So war das früher auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr noch diese Zeiten kennt. Ja? Der älteste Sohn hat den Vater vertreten, wenn er nicht da war. Ja? Und hatte automatisch die Verantwortung, die Mutter zu unterstützen. Ja? Wenn die irgendwie Hilfe braucht, aber der erste älteste Sohn war die erste Ansprechperson. Ja? Und hat dann auch, wenn der Vater mal nicht da war, gab ja auch Kriege damals schon und so, dann hat zu Hause der älteste Sohn, so wie es irgend geht, alles übernommen, was der Vater ja, ihm aufgetragen hat und auch die anderen Geschwister angeleitet. Und hier in diesem Bild ist das auch so. Gott, unser Vater in den Himmeln, beim Bild der gläubigen Familie, ja, und Jesus Christus ist praktisch der älteste Bruder, der Erstgeborene, ja, der allen vorsteht. Wunderbar. Und die Gläubigen sind Kinder Gottes und Geschwister in dem Herrn. Das sind wir. Ja?
Alle wiedergeborenen Gläubigen, wir sind Brüder und Schwestern in dem Herrn. Wir sind eine Familie. Ja? Also wenn du jetzt nach Hause wiederkommst, dann steht da an der Tür vielleicht Tellbach oder Unruhe oder Ediger oder so. Ja? Aber eigentlich gibt es noch ein Schild von Gott. Christengemeinde, kleine Familie Gottes, so ungefähr. Ja? Also wir sind auch eine geistliche Familie. Das ist ganz wichtig. Ja? Brüder und Schwestern. Die Bibel redet auch von Vätern und Müttern, für reifere Gläubige in diesem Zusammenhang, von jungen Erwachsenen und von Kindern im Glauben. Ja? Die Familie Gottes, die übernatürliche Familie, ja? Das ist dieses Bild der Gemeinde und das wird ganz häufig gebraucht. Und wir machen es immer automatisch. Wir sagen Bruder und Schwester. Hm? Und das ist genau dieses Bild, weil das von Gott ganz ernst gemeint ist. Neues Leben aus Gott macht uns zu Brüdern und Schwestern. Wunderschön, ja. Und unser Vater in den Himmeln freut sich, wenn diese Familie in Liebe zusammen vor Gott ist und ihm in Liebe dient und seine Wege geht und ja, dem großen Bruder gehorcht, Jesus Christus, ja, und nicht immer so die eigenen Sachen versucht durchzudrücken. Geistliche Familie des Herrn. Ja. Und das vierte Bild, der menschliche Körper. Der menschliche Körper. Jesus Christus ist das Haupt, der Kopf, und wir sind die Glieder. Und dann sagt Paulus, jeder von dem, wie wir gehört haben, Buße getan, Jesus das Leben geschenkt, sich taufen gelassen, zur Gemeinde hingetanen Menschen, ist ein Glied in diesem Körper. Ein Glied. So, wie schön. Wir gehören also alle zusammen. Das soll gar nicht so funktionieren, dass einer alles macht, sondern jeder hat eine Funktion. Und wenn wir im weltlichen Leben, wenn wir da ein gesundheitliches Problem kriegen, dann schauen wir schnell, dass dieses Glied wieder gesund wird. Ja? Heinrich, ne? Hat gerade eine Verletzung an der Hand, hat schwer gearbeitet und sich was eingeklemmt. Ja? Und dann schaut man, dass der Finger möglichst schnell wieder gesund wird. Ja? Und man verbindet den und man kümmert sich drum und so. Und so ist jeder in der Gemeinde ein Glied. Und jeder wird gebraucht. Stellt euch mal vor, ein Glied setzt plötzlich aus. Eine Funktion setzt aus. Der Magen sagt, ich mache heute nicht mehr mit. Wäre gar nicht auszudenken, ja. Also jeder ist ein Glied und jeder ist wichtig, um zu funktionieren. Ja? Ich meine, die Ohren, die funktionieren bei uns ja manchmal nicht so. Ne? Wenn es um Dinge geht, die uns nicht so gefallen, da ist manchmal das Hören ein bisschen eingeschränkt. Aber das soll eben nicht sein, sondern wirklich alle Glieder zu Gottes Ehre wunderbar ergänzen sich, spielen ineinander, gehören zusammen und dienen Gott in einem Leib. Das ist dieses vierte Bild. Der menschliche Körper, Jesus Christus, das Haupt und wir die Glieder. Was bist du für ein Glied? Was bist du für ein Organ des Körpers? Ja? Du hast eine wichtige Funktion, übe sie aus zu Gottes Ehre. Das fünfte Bild, der Bräutigam und die Braut. Jesus Christus ist der himmlische Bräutigam und die Brautgemeinde bereitet sich für die Hochzeit des Lammes in den Himmel. Hat tiefe Liebe zu dem Herrn. Ja, da ist Bräutigam und Braut, Hochzeit. Ja, das geht um Liebe, um erste Liebe, um Hingabe. Ja, und weiße Kleider, gereinigt, geheiligt im Blut des Herrn. Der Bräutigam Jesus Christus und die Braut. Sind wir in der Brautgemeinde voller Liebe zum Herrn? Gehen wir dem Hochzeitsmahl des Lammes entgegen? Wollen wir uns darin stärken und erfüllen lassen von Heiligem Geist? Die Liebe Gottes wird ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, ganz wichtig an dieser Stelle. Dann das sechste ist das auserwählte Geschlecht. Das ist jetzt schwierig hier in unserer Zeit zu vermitteln, das auserwählte Geschlecht. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, Israel waren ja 12 Stämme. Ne? Und die Leviten waren auserwählt zum Priestertum. Also nur die Leviten durften an der Stiftshütte, am Tempel den Priesterdienst ausführen. Ja?
Und man hat immer gesehen, dass sie das auserwählte Geschlecht sind unter den anderen. Wisst ihr woran? Die haben immer die weißen Kleider angehabt. Die hatten immer die weißen Priesterkleider an. Ne? Und das ist doch ein herrliches Bild. Die wurden herausgerufen aus Israel und sie waren das auserwählte Geschlecht, um Gott zu dienen. Und Kennzeichen war weiße Kleider, also sich reinigen von den Sünden, schauen, dass keine Sünde bleibt, sondern dass sie gereinigt werden in unserem jetzigen Zeitalter im Blut des Herrn Jesus Christus und das auch nach außen leben. Ja, nach außen leben. Ein auserwähltes Geschlecht, das ist eine hohe Gnade von Gott. Dann das siebente, das Volk Gottes. Das Volk Gottes. Ja. Wir sind das Volk Gottes. Worauf spielt das an? Das merken wir gerade jetzt in dieser Zeit. Es wird ja immer mehr zunehmen, dass Mächtige dieser Welt versuchen, die Völker aufeinander zu hetzen und Kriege zu führen und ihre Macht neu zu verteilen. Und der eine überfällt einfach den anderen und der andere macht dies und jenes und so, ja. Und das sind verschiedene Völker und die Völker wird versucht, immer gegeneinander aufzubringen, ja. Aber wir sind das Volk Gottes, versteht ihr? Unsere Heimat ist in den Himmel. Für uns zählt nicht, ob jemand Russe oder Deutscher oder Chinese oder Afrikaner oder irgendetwas ist. Ja? Wir sind Kinder Gottes, wie wir gehört haben, und wir sind ein himmlisches Volk. Und zudem gehören Menschen aus allen Völkern, Nationen, Stämmen, Sprachen. Und was uns verbindet, ist Jesus Christus, unser Herr und unser Vater in den Himmeln. Und wir lassen uns nicht gegeneinander aufbringen, wie in dieser Welt immer Völker gegeneinander aufgebracht werden sollen, sondern wir sind das Volk Gottes. Und das Volk Gottes möchte ein Segen sein für alle Völker dieser Welt, egal für welche. Wir bringen das Evangelium bis an die Enden der Erde. Das nächste, Gottes Ackerfeld und Gottes Mitarbeiter. Die Gemeinde ist ein Ackerfeld. Ja, der Weizen soll wachsen und viel Frucht bringen und eine herrliche Ernte. Und dazu gibt es viele Gleichnisse in der Heiligen Schrift. Gottes Ackerfeld und Gottes Mitarbeiter sind wir. Und wir sind ein königliches Priestertum. Da sind wir wieder im Bild, die Leviten. Ja, da geht es um den Dienst für Gott. Da war die Tür, Jesus ist die Tür, wir gehen zu dem Herrn im Gebet. Da war der Brandopferaltar, wir legen unser ganzes Leben Christus in die Hände. Ganze Leben, um ihm zu dienen. Da war das Waschbecken. Wir reinigen uns an jedem Tag von dem, was nicht in Ordnung ist. Falsche Worte, falsche Gedanken. Dann ging es in das Heiligtum hinein. Da war der Leuchter, Jesus ist das Licht der Welt. Wir lassen uns den Weg vom Herrn Jesus zeigen. Er ist unser Licht. Wir hören nicht auf die Stimmen dieser Welt. Wir hören nicht auf irgendwelche weltlichen Dinge, sondern wir hören auf Jesus Christus und sein heiliges Wort. Er ist das Licht der Welt. Und wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und auf der anderen Seite war der Schaubrotetisch, ja. Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Wer an ihn glaubt, den wird nie mehr hungern. Und wer ihm nachfolgt, den wird nimmer mehr dürsten. Und wir sehen ja auch zum Abendmahl die Parallelen. Und dann kam der Räucheraltar im Heiligen. Das ist das Gebet. Das war der Gebetsaltar. Ja? Und wir leben im Gebet und aus Gebet. Am Morgen, am Abend, in der Gemeinde. Wir leben im Gebet. Und dann kam das Allerheiligste mit dem Gnadenthron, der Thron Gottes und die herrliche Verheißung des Herrn, dass wir alle Zeit zum Thron der Gnade kommen können, um Gnade und Barmherzigkeit zu empfangen, zu der Zeit, wo wir Hilfe nötig haben. Und wir haben einen Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir haben alle, jedes Glied der Gemeinde, diesen Priesterdienst bekommen von dem Herrn als Gnadendienst von Gott. Und dann der Tempel Gottes und das Haus Gottes. Jesus ist der Felsen, auf den alles gebaut wird. Dann kommen die Apostel, das waren alles die Grundsteine, ja. Und darauf gebaut die ganze Gemeinde. Die ganze Gemeinde. Jeder fügt sich ein in die Mauer.
Ja. Wenn wir ein Haus haben, beispielsweise, ja, und du hast eine Mauer und ein einziger Stein würde fehlen, dann wäre ein Loch. Habt ihr sowas zu Hause? Die bei euch in der Wohnung, dass so an der Außenwand ist, so ein Stein fehlt und kann man so durchgucken und ist eigentlich ganz günstig, dann hat man es nicht so warm drin, weil die Wärme geht immer gleich raus. Ihr merkt, ja, wir brauchen alle Steine. Alle Steine lassen sich einfügen in den Bau Gottes, der Tempel Gottes und das Haus Gottes. Und dann ein letzter: Die Gemeinde ist ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Und er ist das Fundament der Wahrheit und wir sind ein Pfeiler der Wahrheit in dieser Welt. Wenn in der Gemeinde nicht mehr die Wahrheit verkündigt wird, dann erlischt das Licht der Wahrheit in der Welt. Ganz wichtig, weil ein Pfeiler ist ein tragendes Element. Die Hausbauer wissen das. Wenn du ein Haus hast, manche Wände kann man rausnehmen, das Haus steht trotzdem weiter. Dann ist halt der Raum größer. Ja? Aber es gibt tragende Elemente. Wenn du da eins rausmachst, dann renn schnell aus dem Haus raus. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis es zusammenbricht. Ja? Und hier sagt die Heilige Schrift, wir als Gemeinde sind so ein Pfeiler für die Wahrheit. Und wenn die Gemeinde nicht mehr die Wahrheit verkündigt, sondern sündige Praktiken segnet und Ähnliches tut, dann bricht in der Welt die Wahrheit zusammen. Und darum lasst uns auch das Leben in Jesus Christus in Liebe vereint, die Wahrheit verkündigen, zu Gottes Ehre. Der Herr segne uns. Amen. Amen. Das waren 11 Bilder der Gemeinde. Ihr habt tapfer ausgehalten. Dankeschön. Amen. Lieber Vater in den Himmel, wir kommen zu dir im Gebet. Und wir danken dir, dass du so ein guter Vater bist und dass wir als Gläubige, die dir ihr Leben geschenkt haben, sagen können, aber, lieber Vater, danke für deine große Liebe. Du hast sie bewiesen. Lieber Vater, du hast deinen geliebten Sohn gesendet, unseren Herrn und Heiland und Retter, Jesus Christus. Danke, Vater, dass er sein Blut und Leben für uns am Kreuz gegeben hat. Und bitte, lieber Vater, verbinde uns in seiner Liebe als Geschwister, als Brüder und Schwestern, lieber Herr, und auch als ein heiliges Priestertum, das dir gemeinsam dient und sich immer wieder versammelt zu deiner Ehre. Wir preisen dich, wir erheben dich, wir beten dich an. Wo wir irgend gesündigt haben, lieber Herr, da reinige uns in deinem kostbaren und heiligen Blut. Und nimm unser Leben in deine Hand und führe uns nach deinem Willen. Und wir möchten beten, lieber Herr, wenn Menschen noch nicht den Schritt gegangen sind, dir ihr Leben zu schenken, dass sie es tun. Unser Leben, Herr Jesus, nimm ganz in deine Hände. Und sei du vollkommen der Herr unseres Lebens. Und wir beten auch, Herr, dass viele sich taufen lassen auf deinen heiligen Namen, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und zur Gemeinde hinzugetan werden. Wir beten dich an, Herr Jesus, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lieber Vater im Himmel, so bitten wir dich herzlich um deinen Segen. Und wir wollen ausdrücklich dabei auch bitten, Herr, um Frieden in dieser Welt
und für alle Missionare und alle verfolgten Christen, lieber Herr, dass dein Wort gelangt bis an die Enden der Erde. Und Yahweh, der allmächtige Gott, unser liebender Vater in den Himmel, er segne und behüte dich. Yahweh, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Yahweh, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen.